Hazard Plumbob hat vor ein paar Jahren ein extrem detailliertes Weltentool-Konzept für die Sims 4 veröffentlicht, welches ich euch in diesem Video genauer vorstellen möchte. Auch wenn dieses extrem echt aussieht, existiert dieses aber nicht wirklich und kann auch nicht im Spiel verwendet werden. Wenn ihr das Programm öffnen würdet, seht ihr zuerst die Option, um eine neue Welt zu erstellen, löschen oder zu bearbeiten. Durch einen Klick auf Start a New Project gelangt ihr in die Voreinstellung der neu erstellten Welt. Hier könnt ihr unter anderem Einstellungen wie den Weltentyp, also Heim- oder Urlaubswelt, Tages- und Nachtzeit, die Kartengröße und Höhe sowie den Verkehr durch Autos einstellen. Auch ein eigener Handschlag stellt sich Hazard Plumbob vor, um die Welt noch ein wenig personalisieren zu können. Einen eigenen Handschlag festlegen zu können, ist für mich aber ebenfalls eine extrem coole Idee, an die ich wahrscheinlich nicht gedacht hätte. Es macht Sinn, dass verschiedene Regionen in der Sims-Welt auch ihre Eigenheiten haben und sich mit anderen Handschlägen begrüßen. Nach den groben Einstellungen kann man die Anzahl der Nachbarschaften festlegen. Hier hat Hazard Plumbob die Zahl auf 3 Nachbarschaften pro Welt begrenzt. Natürlich muss auch eine passende Weltenbeschreibung und Weltenname her. Nachdem man ein allgemeines Weltenthema ausgewählt hat, muss das Wetter in der Region, falls man Jahreszeiten installiert hat, sowie die Farbe des Himmels bestimmt werden. Die Idee mit den vorgefertigten Themen für das Licht und die Hintergrundszenerie finde ich ebenfalls gut, damit man sich nicht lange an diesen kleinen Details aufhalten muss. Um die Welt richtig anpassen zu können, braucht man natürlich auch ein Tool, um das Gelände, Straßen und Brücken nach seinen Wünschen zu verändern. Da die Straßen in Die Sims 4 aktuell eher aus Einzelteilen bestehen, denke ich, dass man in einem echten Erstelle ein Weltentool für Die Sims 4 nicht so frei arbeiten könnte, obwohl Straßen aus einem Stück wohl etwas dynamischer aussehen würden. Als nächster Schritt muss natürlich die Szenerie und die Grundstücke platziert werden. Die Platzierung der Objekte funktioniert in diesem Konzept von Hazard Plumbob wie in einem 3D-Programm. Zum Schluss müsste man auch noch die Weltenkarte anpassen können. Da die Hintergründe der Karten in Die Sims 4 sehr aufwendig sind, ist es wahrscheinlich schwierig, dass jeder in der Community eigene gestalten kann. Hier ist der Hintergrund standardmäßig einfarbig, wenn man sich mit Bildbearbeitung auskennt, kann man aber auch selber welche einfügen. Das Konzept von Hazard Plumbob ist wirklich extrem gut gemacht und ein solches Weltentool für Die Sims 4 wäre natürlich großartig. Das war's mit dem Konzept von Hazard Plumbob zum Erstelle ein Weltentool für Die Sims 4. Schaut unbedingt in der Beschreibung im Originalbeitrag vorbei, um alle Details des Entwurfs zu sehen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.